Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zum perfekten Outdoor-Dinner. Ich bin der Swobo, wir sind hier im Münsterland und wir treten hier heute mit 6 Outdoor-Köchen gegeneinander an, sozusagen, um das perfekte Outdoor-Dinner zuzubereiten. Wie kommen wir dazu? Wir stellen uns vor, wir sind auf einer Tour unterwegs, auf einer Radtour unterwegs und möchten uns was zu essen zubereiten. Und da neige ich in der Regel dazu, mal eben so eine Fertigsuppe aufzugießen oder eine Tüte einzurühren, da ein paar Nudeln reinzuschmeißen und das war's. Aber das ist ja kein Kochen, nein, wir haben gesagt, komm, wir nehmen die Herausforderung an, wir bereiten mal richtig was zu essen zu, was man unterwegs auch wirklich zubereiten kann. Daraus ist diese Idee entstanden, das ist dann immer ein bisschen weiter gewachsen, diese Idee. Mittlerweile gibt es ein richtiges Regelwerk und worum es da genau geht, das erzähle ich euch mal eben kurz. 6 Teilnehmer stellen sich der Herausforderung, das perfekte Outdoor-Dinner zuzubereiten. Bewertet werden sie von einer ebenso kompetenten wie furchtlosen Jury. Alle Teilnehmer benutzen zum Kochen ein Original Trangia Kochset. Alle Utensilien und auch die Lebensmittel, die zum Kochen verwendet werden, müssen in eine Fahrradtasche mit höchstens 20 Liter Fassungsvermögen verstaut werden. Es gibt 10 Minuten Vorlauf zum Einrichten der Kochstelle. Der Wettbewerb dauert genau eine Stunde. Was wir hier auch alle gemeinsam haben, sowohl Teilnehmer als auch Jury, wir sind alles richtige Rocker, ja. Alles Mitglieder in meiner E-Bike-Gang sozusagen, die Electric Devils, gibt es ja jetzt seit mittlerweile, ja, seit fast einem Jahr und ich bin total begeistert, ich feiere das total, der Felix hat sich richtig eine Kutte machen lassen, hier dreh ich nochmal um, Felix, so sieht ein E-Bike-Rocker aus, Leute, also das ist hier, Felix, ich bin begeistert. Münsterland-Chapter. Electric Devils. Ne? Und wenn euch das interessiert, immer noch einen Link hier zu dem Video, wie das Ganze entstanden ist. Checkt das mal aus, unten in der Videobeschreibung. Und das heißt auch lange nicht, dass du gewinnst hier. Ne? Also bilde nichts drauf ein, aber... Das weiß ich. Und weil ich selber ja auch Teilnehmer bin, möchte ich ja die Veranstaltung nicht selber filmen. Und darum bin ich ganz dankbar, dass ich jemanden gefunden habe, beziehungsweise hier, der Peter hat jemanden gefunden, nämlich seine Tochter, die Kim. Genau. Und die Kim, ich bin dir erstmal sehr dankbar. Dankeschön dafür, dass du das hier machst heute. Und die Kim hat selber auch einen Kanal, könnt ihr mal auschecken. Link hier in der Videobeschreibung oder... oben in der Ecke mal draufklicken. Dein Kanal heißt This is Kimski. Ja. Was erwartet uns da bei dir? Also momentan mache ich sehr gerne Podcasts mit meiner Freundin zusammen, aber ich blogge auch viel oder mache allgemein so ein bisschen Beauty-Kram, Fitness-Kram, sowas halt. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem allerersten Vlog auf meinem Kanal. Ja, ich muss auf jeden Fall noch eine fette Kühltruhe mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gleich alles ins Auto schleppen soll, weil ich habe ganz viel Obst geschnibbelt. Also ganz was anderes, was wir hier machen. Genau. Checkt das mal aus, klickt mal drauf. Ne? Support ist kein Mord. Kim unterstützen. Ja, Freunde, natürlich gibt es auch was zu gewinnen. Es gibt einen Preis, gibt es den ersten Preis. Und der erste Preis ist nicht der Fahrradwohnwagen von Hülse, ist der Rainer. Also nicht der Rainer direkt. Der Rainer ist muss ja ich auch dann mitgehen? Mitglied der Jury. Und der Rainer hat gesagt, der lädt den Gewinner, die Gewinnerin hätte ich fast gesagt, es sind ja nur Männer, ne? Was ich auch nicht wieder schief gehen konnte. Schade, ja. Jedenfalls, der Gewinner wird eingeladen von Rainer und Rainer bekocht den Gewinner. Und das ist was Besonderes, weil Rainer war ja mal Teilnehmer beim richtigen perfekten Dinner. Und so sind wir überhaupt hier auf diese ganze Idee gekommen mit dem Ganzen. Das war ja auch ein Teil davon. Ja. Und darum schon mal schönen Dank dafür, dass du den Preis gestiftet hast, sozusagen, den ersten und einzigen Preis, also dich. Und da freue ich mich schon drauf, wenn ich dann eingeladen bin bei dir. Ne? Gehe ich von aus. Und den Preis können dann. Können wir drüber reden. Preis dann, genau. Alles klar, ne? Ja, bin Michael oder auch die meisten nennen mich Hülse. Ja, was koche ich denn heute? Ich versuche mich mal an Kartoffelpüree mit gefülltem Filet. Und wenn ich es noch schaffe, dann gibt es auch noch ein paar Pilze dazu. Das hört sich sehr lecker an. Mal gucken, ob ich es hinkriege, weil bei den kalten Temperaturen ist das immer schwierig. Wir schauen mal. Mein Name ist Peter vom Kanal Black Max. Ja, und es wird richtig gut. Und jetzt muss ich ein bisschen näher kommen, ein bisschen flüstern, weil die sollen nie wissen, was gekocht wird. Noch nicht mal die Jury weiß das. Nur ihr wisst das jetzt. Und zwar koche ich heute ein polnisches Rezept. Das heißt Żurek. Ist eine Żurek-Suppe. Und auf Deutsch müsste das heißen saure Suppe oder so. Also, wenn ihr wissen wollt. Nein, der Gurkensuppe ist noch was anderes. Sauerteigsuppe. Also, wenn ihr wissen wollt, ob es was wird und wie weit ich komme, bleibt dabei. Hi, ich bin der Olli. Und ich werde heute die irische Landmine vom Feldkoch machen. Hast du schon Vorerfahrungen kochen? Ich wollte eigentlich mal Koch werden, aber bin dann ganz was anderes geworden. Ich bin unter Tage gelandet.
im Bergbau. Okay, dann sind wir gespannt. So, hi, ich bin der Felix vom Kanal Felix Radelt. Ich koche heute bei unserer perfekten Outdoor-Dinner-Koch-Challenge eine Mitternachtssuppe bzw. Party-Eintopf. Mit ganz viel Fleisch, Gemüse und ganz vielen leckeren Sachen. Und hoffe, dass ich damit gegen die ganzen anderen Nasen hier bestehen kann. Ich bin der Harry von Harry Radelt und ja, freue mich hier heute mit den anderen Kollegen zur Koch-Challenge anzutreten. Bei mir gibt es heute Lachs auf grünen und weißen Bandnudeln mit einer leckeren Käse-Sahne-Soße und Blattspinat. Und ja, und wenn es die Zeit hergibt, dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Nachtisch. Ja, mal schauen, was die Jury sagt. Ja, ich bin der Zwobo. Ich mache seit 5 Jahren ja meine Outdoor-Videos, auch mit Übernachtungstouren und auch Kochen. Also 5 Jahre Outdoor-Kocherfahrung, wenn man so will. Und bei mir gibt es heute was typisch Westfälisches. Es gibt nämlich Grünkohl mit Mettwurst und Bratkartoffeln. Das hört sich lecker an. Ja, hoffentlich ist die Jury davon auch überzeugt. Ja, warten wir ab. Ja, na. Ich muss ja gucken, ob das vorbereitet ist. Er darf ja. Ah, wunderbar. Ja, alles klar. Brötchen. Das sieht gut aus. Ja, aber wenigstens sagst du mir lieber. Ach du Scheiße. So, und dann die nächste. Was ist das denn? Alter, ich weiß, wer das ist. Haben wir schon. Ah. Oh, her. Hier ist jemand bundeswehrtechnisch unterwegs. Das kann nur Peters Tasche sein. Das kann nur. Oh. Was brauchen wir nicht alles? Wird da ein Stuhl? Das wird ein Stuhl. Ah. Okay. Hoffe ich. Schauen. Da wird vom Hund beobachtet, ob alles richtig gemacht wird. So. Kommst du in Stress? Das ist aber größer. Die Ortlieb sind ja kontrolliert. Das ist top, was das aussieht. Ich glaube, wir werden ganz, ganz spannende Gerichte erleben. Aufgebaut ist. Ihr seid alle fair und gleich angezogen. Mit mir egal, ich koche das jetzt so. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ab jetzt eine Stunde, das heißt, wir sind um 10 nach 1 mit unserem Gericht fertig. Der fackelt direkt alles an. Ah, Feuer frei hier. Hier wird schon fleißig geschnibbelt. Natürlich. Sonst gibt es da nichts zu essen. Das stimmt. Der Hund ist mein Zukoch. Ja. Auch hier werden Kartoffeln geschnibbelt. Hier geht's ja schon richtig ans Brutzeln. Mhm. Hackfleisch muss ja richtig anbraten. Es gibt Lachs an bunten Nudeln mit Blattspinat und ja, wenn's gut läuft, noch S'more zum Nachtisch. Okay. Als erstes jetzt muss ich der Grünkohl, ist ja frisch vom Markt gestern. Ja. Der ist noch blanchiert jetzt, dass das die Bitterstoffe raus sind. Und Mettwurst ist da auch schon mit drin, dass die ein bisschen Aroma mit reinkommt. Ja. Das Ganze und dass die auch ein bisschen knackiger wird. Cool. Und du hast ein Messer mit deinem Namen drauf. Ja, das ist relativ neu, mein neues Küchenmesser. Oh. Das ist super. Ja. Eine von dir, was machst du? Ja, es gibt eine polnische Suppe, und zwar ein Żurek gibt es. Okay. Mit Mettwürstchen und Knoblauch drin und so. Und ja, mal gucken. Und als Dekoration habe ich mir überlegt, gibt es dann noch
Als kleines Deko-Objekt. Genau. So soll es aussehen. Es gibt ein Kartoffelpüree mit gefüllten Schweinefilet. Ja. Gefülltes Schweinefilet? Gefüllt. Ja. Womit füllst du, wenn ich fragen darf? Mit Kräuter, Frischkäse und Basilikum. Okay. Oh. Und dazu hoffe ich auch noch Pilze, wenn die Zeit reicht. Super, okay. Hört sich sehr lecker an. Also. Das wird also gehackt ist, angebraten mit Worcestershire-Soße, Tabasco und Knoblauch. Mhm. Dann kommt dann Kartoffelpüree drüber und darunter kommen dann noch Erbsen mit Möhren als Füllung. Okay, super. Also, das Ganze lecker. Dann mit Käse überbacken. Hört sich sehr lecker. Lecker. Überbacken, wie willst du das denn im Trangia machen mit dem Überbacken? Ja, man hat so seine Tricks. Ne? Nee, oh. wir warten ab, wir gucken uns das an. Ja, super, alles gut. Also, viel Erfolg. Viel Spaß. Dankeschön, ja. Ach komm, sind ja nicht bei armen Leuten hier. Müssen ja so viele satt werden. So, der Grünkohl ist jetzt blanchiert. Und jetzt muss der, damit der nicht weiter gart, wird er jetzt, kommt jetzt ins kaltes Wasser hier. So. Kommt die Knobi dazu. Oh, das sieht schon gut aus. Knobi. Mit oh. Knoblauch wird alles gut. Und ein Gast ist auch. Und ein Gast ist auch. Jetzt bin ich alles weg, das ist für die Jury, du. Jetzt habe ich nichts für die Jury da. Das sieht hier noch viel Gemüse aus. Ja, Gemüse muss auch immer mit rein. Nur Fleisch geht nicht. Ausgewogene Ernährung. Läuft hier alles nach Plan? Noch, ja. Wir schauen mal. Was sagt die Uhr? Ja, passt. Bisschen Zeit ist noch. Wir sind gut im Plan. Sehr schön. Bei mir ist jetzt gerade halt so die Situation, wo ich halt tausend Sachen gleichzeitig machen muss. Deswegen muss ich immer so ein bisschen ein Auge drauf halten, dass das auch alle was wird. Das ist jetzt Hackfleisch, Zwiebeln und Gyros. Alles einzeln angebraten und das mache ich jetzt noch mal ein bisschen heiß. Mutter hat gesagt, ganz klein. Du musst es ganz klein schneiden, mein Guter. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, ganz klein schneiden. Da ist der Grünkohl jetzt drin. Das riecht auch schon ein bisschen westfälisch. Ne? Mhm, das riecht gut. Danke. Ich hoffe, das schmeckt auch. Ich hoffe, das schmeckt. Ist ein Power drauf. Hast du schon mal irgendwie zu Hause so ausprobiert? Das habe ich zweimal die Woche ausprobiert, die letzten Monate. Ah. Nein, Quatsch. Ich habe das, dreimal insgesamt vorher einmal ausprobiert. Und hat geschmeckt? Nicht nur also wegen dem Kochen, ich habe das schon mal öfter sonst gekocht, aber wegen der Reihenfolge jetzt mit dem kleinen Tischchen, mit den Töpfen, wie man da sinnvoll die Töpfe benutzt. Ne? Mhm. Oder die Bratkartoffel nicht zu früh fertig hat, dass sie matschig werden und sowas. Ne? Hat schon mal jemand Probe gegessen? Oder? Nö, da gebe ich nichts von ab sonst. Also schmeckt so gut, dass es selber ist? Ja. Ja, dann kann es ja noch was meine werden. Töchter sind ja auch vegan, Vegetarier, und dann ist auch schwierig dann zu Hause. Ja, okay, das stimmt. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Wein. Das reicht nämlich hier schon. Mmh. Oh, da kommt eine Tüte zum Einsatz. Oh no! Hallo? Ist das erlaubt? Ja. Okay. Alle, was man im Baumarkt kaufen kann. Im Baumarkt? Ich glaube, die kriegst du nicht im Baumarkt. Oma hat gesagt, schön rühren, damit es keine Klümpchen gibt. Mhm. Wenn Oma das sagt, Oma hat recht. Ja, aber genau, ja, so kriegst du schön bröselig. Super. Bei dem Wetter macht das Kochen noch mehr Spaß, oder? Ja. Ja. Dann auf jeden Fall. Genau so muss das sein. Gönn dir, Harry. Ich würde auf dem Campingplatz nie kochen ohne ein Döschen Bier in der Nähe. Richtig.
Aber ja, das Tischchen ist geil, ne? Also das ist cool, ne? Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und das ist auch echt stabil. Das ist ja. Ich baue hier den Tiger nach. Okay. Darf ich? Ja klar, ich muss so gucken. Nee, alles gut. Ich kann das selber. Ich glaube, ich zu hoch schon, ne? Ja, ja. Das setzt dir an. Oh, mach kleiner, mach kleiner. Und du machst sie auch aus rohen Kartoffeln? Ich mache das rohen Kartoffeln. Genau, und dementsprechend musst du sie schön dünn schneiden. Die klein, ich mache da gleich kleine Würfel draus, die waren nicht geschält. Oder kleine, so. Kleine Würfel. Ja. Ich mag das gerne, wenn viel Rostaromen dran sind. Mhm. Und so kriegt man die auch gut gar. Genau. Die werden da schon noch 5 Minuten mit da drinnen durchgaren. Die sind nachher hoffentlich noch bissfest und haben dann Geschmack. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben, genau. Cool. Ich mag das jedenfalls so. Super. Unten, genau. Ich denke, oh, bei Gas passiert es ja Gott sei Dank, weil die jetzt gezielt nach oben weggeht. Ne? Ja. Nee, nee. Wer gut ist, darf das auch wissen. Ja, du hast es noch nicht probiert, ja? Deswegen, das kommt zum Schluss. Bewertet wird ja nur der Geschmack, ne? Ja. Na, weil, geh mal selber drüber, merkst du, unten auf dem Boden. Ja. Das zum Thema Wasser anbrennen lassen. Ja. Alles wird gut. Also, super. Jetzt werden die Zwiebeln noch geschwitzt und die Pinienkerne sind auch schon fertig, so als kleines Tüpfelchen. Die decke ich jetzt ab, damit sie nicht ganz so pappig werden. Dann gibt es jetzt Zwiebeln, Knoblauch und dann geht es an die Soße und dann sind wir schon fast fertig. Hier, yeah. Ist ja auch ein Pommesbäuschen. Helle her. Da ist jetzt Knoblauch drin, ja. Die Kartoffeln. Und, hast du extra noch Eier angemalt? Ja, du hast extra Eier angemalt hier. Sagenhaft. Schon mal für Ostern. Aber die Eier sind kacke. Oh. Da habe ich mir auch anders vorgestellt mit den Eiern hier. Das ist ja komplett gepellt, das Ding. Ja, das ist. Nicht mal Eier pellen kannst. Ja, das ist ein Semi, ey. Ja, guck dir mal an, ey, für ein Ei. Ey, unglaublich, hätte ich besser selbst gekocht, ey. Läuft hier alles nach Plan? Alles bestens. Liegt auch gut in der Zeit, nehme ich an. Ja, ich glaube, noch 25 Minuten hast du noch. Ach, das reicht. Ich habe den ein bisschen klein gerissen, damit er nicht ganz so groß ist. Genau. Babyspinat war nicht zu kriegen auf dem Markt heute. Wie läuft es mit dem Zusammenbasteln vom Hund? Ja, deswegen, ich wollte die Augen daraus machen aus dem Ei, aber... Aus dem Ei? Aber das ist doch hier nicht aus dem Ei, oder? Nein, da ist ein blödes Bier aus dem Ei. Aber ich habe keine Olive. Wisst ihr, die Zähne sind aus Mais. Und ich habe Marshmallow genommen. Und eigentlich habe ich mir so gedacht, dass das hier die Augen werden. So halt, ne? Ein Auge hier. Eine Mini-Salami von Felix. Ja, der hat ja auch ein großes Herz, der Felix. Ne? Da denkt er mal an uns. Dankeschön. Danke, Felix. Ja, wahrscheinlich sind die so scharf gewürzt, dass jetzt eure Geschmacksnerven so betäubt werden, dass ihr nicht mehr abschmecken könnt. Meinst du? Das wäre dann so ein trojanisches Pferd. Wer weiß, ne? Oder hier sind ja wieder Einspritz zu erkennen oder irgendwie Abführmittel, den traue ich dann auch noch zu, ne? Nein, der Felix ist ein ganz fairer. Nein, wird er niemals machen. Felix ist ein echter Rocker und echte Rocker, die sind echt. So. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ja. Das ist so wohl erkennbar, was du sein sollst. Hast dir viel Mühe gegeben. Hat dich stets bemüht. Oh. Das sieht auch schon gut aus hier. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr guter Dinge, dass das alles hier was wird. Und dass ich gleich auf jeden Fall den ersten Platz mache. Ja, die anderen, was ich so gesehen habe, Peter hat zwar einen astreinen Tomatendackel auf der Kette gekriegt, hätte ich echt nicht gedacht. Mit Marshmallow als Zähne. Sieht echt gut aus, das Ding. Zum Glück wird Anrichten nicht bewertet, weil ansonsten hätte Peter auf jeden Fall schon gewonnen. Und das finde ich ja natürlich nicht so gut. Andererseits bin ich guter Dinge. Sollte wohl was werden.
Ja. Jetzt kommt der Lachs zum Einsatz. Genau. Wie lange braucht der Lachs ungefähr? Der geht relativ schnell. Der muss nur angebraten werden, weil der nachher in der Soße, die schon fertig ist, mitköchelt. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich denke schon, ja. Ich bin so begeistert, hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht, ihr kommt hier mit so einem Beutel Pulver für Wesern, für nee, Kartoffelpü nee, und dann eine Bratwurst dazu. Nein. Und dann. Nein, das ist ja schon dann, das ist ja die Idee an der Geschichte, ne? Auch mal richtig was, was man unterwegs auch richtig was kochen kann. Man muss nicht immer nur Sachen einrühren, auch wenn ich ein Fan davon bin, immer meine asiatischen Nudelsuppen da aufzugießen. Was keiner von der Challenge erwartet hat. Ich habe so viel gekocht. Ehrgeiz dahinter. Und jeder sagt, ich lasse mich da nicht lumpen. Also ich lasse mir da was einfallen. Das klar, im Vorfeld wurde ja auch immer viel Witze gemacht. Ja, so. Genau. Und geblödelt und gesagt, ne, Peter sagte immer, ja, ich gehe einfach hin und bringe eine fertige Suppe mit und mache die nur noch warm und genau. So. War klar, dass er das nicht macht, ist ja logisch, natürlich muss ich auch den Regeln unterwerfen. Ich habe auch meinen Stolz, ja. Aber schon, es läuft. Läuft. Dann brauchst du noch? Noch besser geht's nicht. Heute ist ein schöner Tag und das Essen wird viel schneller fertig als geplant. Ja, viel Zeit ist ja nicht mehr, ne? 15 Minuten? Ja, aber ich bin eigentlich fertig. Okay, perfekt. Also gut wie. Für mich ist es ja auch wichtig, dass ich sauber, ordentlich arbeite, hygienisch arbeite und auch Produkte verwende, die ich jetzt nicht unbedingt irgendwo eingerührt habe. Das sieht schon sehr lecker aus. Jetzt kommt gleich der Pfiff. Aber irgendwie fällt er gerade auseinander. Mega! Harry, mega! Ist ja auch fertig. Ich bin fertig, ja. Fertig. Mit dem Nachtisch hat, glaube ich, das schaffe ich zeitlich in den 3 Minuten nicht mehr. Was wolltest du denn machen? Ich wollte S'more machen. Das sind Marshmallows zwischen 2 Cookies. Hm. Und ich wollte die dann über die Flamme eben noch anrösten. Das geht eigentlich relativ schnell. Vielleicht in der Anrichtezeit noch. Mal gucken. Hier auch fertig? Oh, die Aufsicht. Ja, die Bratkartoffeln müssen noch ein Momentchen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Die Zeit ist nicht mehr. Was? 5 Minuten. Oh. 5 nach 1, glaube ich, ne? Bei Ende? Dann sind die genau richtig. Ja, okay. Ein bisschen Farbe nehmen. Sind wir so ganz klein extra. Und roh, da passiert nichts. Hallo? Was hat der denn? Der hat schon die ganze Zeit was angerichtet hier. Also meine Suppe ist perfekt. Die ist perfekt. Hast du schon gekostet? Oh, da ist nichts angebrannt, nichts. Da ist nichts angesetzt. Da ist alles schön, wie es sein muss. Wollt ihr mal kosten, Kimi? Mhm. Komm, ich gebe dir mal so ein Löffelchen. Wir sind ja hier unter uns. Du gehörst ja nicht zur Jury, also darfst du kosten. Du weißt ja, wie Oma Suppe schmeckt. Oh ja, das ist echt spannend. Dann kannst du sagen, taugt was oder taugt nix. Sehr gut. Kommt nah an Omas ran. Ja. Nicht so gut wie Omas, aber. Hallo, ist bitte, gut. Ja. Da steckt sehr viel Liebe. Hat doch Potenzial, ja. Habe ich zum ersten Mal alleine gekocht, ja, für Oma. Ja. Jetzt muss es immer für Oma kochen, nicht mehr Oma für dich. Das stimmt. Zum Glück guckt Oma hoffentlich kein YouTube. Das Video zeige ich ihr. Oh, und dann noch eine Nachtasche. Ja. Es hat geklappt, zeitlich. Ja, eine Minute hast du noch. Oh, das sieht gut aus. So. Das nennt man S'more, gehört in Amerika zum Outdoor-Kochen einfach dazu. Und ja, ich hoffe, das schmeckt auch. Ich habe es noch nie ausprobiert. Wir sind gleich erfahren. Einen habe ich. Mitternachtssuppe bzw. Party-Eintopf mit Hackfleisch, Gyros, Mini-Salami, Paprika, Zwiebeln, Mais,
Erbsen, Tomaten, Tomatenmark angeröstet mit einem super Tipp von Ilia. Alles mit Rotwein abgelöscht. Schmelzkäse, Sahne, Brühe. Das ist alles mit drin verarbeitet. Endlich einer, der sich ordentlich... Ach, stimmt, wir haben nur drei Jurys, ne? Genau. Ich hatte dazu auch noch frisches Brot, einfach noch so, weil zu so einem Eintopf, so habe ich mir gedacht, ein bisschen Brot oder Bi. Gar nicht verkehrt. Also Jury probiert. Das ist okay. Ich finde es gut gewürzt. Ja. Das ist nicht zu viel. Manchmal haben diese Suppen ja so... Genau. Aber hat er genau getroffen. Genau. Was meinst du? Also lass uns dann zusammennehmen, bevor wir... darauf beeinflussen lassen. Genau. Also, der Felix bekommt von uns einmal von mir eine 7, nochmal eine 7 und eine 7. Nicht so viel. Nur einen kleinen Happen, nicht so viel. Stopp, ja. Du wirst danach hinterher schreien, dass du mehr willst. Die Dame. Achso, Entschuldigung. Danke, alles gut. Ihr habt nicht so eng. Warte, du kriegst auch ein Tomatchen. Danke, das freut mich. Sehr gut. Das ist also auch was ich tatsächlich auf Natur kochen würde. Der Lars Radl hat es tatsächlich mal gemacht, als er, glaube ich, Alpe Adria gefahren ist. Bin mir nicht sicher. Oder München-Venedig. Das ist ein, das nennt sich S'more. Das ist ein gerösteter Marshmallow zwischen zwei Cookies und das ist in Amerika tatsächlich bei so Outdoor-Grill-Events tatsächlich gang und gäbe. Ja. Wer ist der Süße? Die Dame probiert's. Bitte. Wenn Bedarf ist, ich würde dann halt noch passend mehrere machen. Habe extra Cookies genommen mit dreierlei Schokolade. Ja? Normal kann man es auch mit Nutella bestellen. Okay. Mir persönlich fehlte jetzt ein ganz klein wenig Würze. Wie war es auf dem Fleck? Ja, ne? Aber das kommt durch die Nudeln. Ja, durch die Nudeln, aber Pfeffer, ich muss den Prozess ja dann halt, ich muss es gegensteuern. Ne? Also da gibt es ja auch so, das verträgt sich auch sehr gut mit einem kleinen Schuss Senf oder ne? Ja, und da eine Zitrone, genau. Da ein wenig mehr Intensivität reinzubekommen. Ne? Ich nehme die 7. Okay. Also 6. 7. Ja. Okay. Ich gebe da gleich nochmal Wasser nachspülen. So. Ja. Das ist von allem, was da drauf mit allen Komponenten, das kriegst du auch, ne? So. Ja, ich hab verstanden. Danke. Guten Appetit. Danke. Toll. Kartoffeln sind auch auf dem Punkt. Weil die roh waren vorher auch, muss man mal gucken, dass man die nicht zu roh lässt. Und klar, natürlich die Mettwurst, die bringt den... diesen kräftigen Geschmack mit rein. Also auch nichts gewürzt sonst, außer jetzt Zwiebeln, Senf, ein bisschen Brühe. Ich kann mal ganz ehrlich mal sagen, ich habe immer gedacht, ich mag keinen Grünkohl. Ja. Ich habe es vorher nicht gesagt, weil das hört sich immer so blöd an. Du kochst dann, das mache ich gar nicht. Ja. Genau. Aber es ist richtig geil. Ja. Ja, ist frischer Grünkohl vom Markt halt, ne? Der hat gestern noch auf dem Feld gestand. Und, Das hat schon weniger. Das schmeckt als das von Harry. Ja. Weil es einfach würziger war. Würziger, ja. Und auch der Grünkohl, der war noch so ein bisschen knackig. Das liebe ich. Genau. Und das ist Pampe. Genau, und ich glaube, das ist auch jetzt das, was wir auch so bei der Challenge haben. Es ist auf dem Punkt. Ne? Ja. Es ist jetzt auf dem Punkt angekommen. Ich schneide und so. Trotz Warmhalten bringt es den vollen Geschmack über. Genau, auch die Kartoffeln. Genau. Also, matschig, pampig, sondern genau richtig. Es kommt ja auch der Challenge nach. Mit wenig Produkten, einfachen Produkten, wirklich dann auch ein gutes, schmeckendes Essen zu machen. Ne? Meine Meinung. Sogar 9. Du hast sogar 9. Das war so schweinelecker. 8 und die 9. Also normalerweise mit einer Serviette in so ein größeres Brot und dann kommt hier die Suppe rein. Okay. Ne? Und wird normalerweise daraus gegessen. Aus so einem Leibbrot. Aber das wäre, was ihr so testen wollt. Dankeschön. Sehr gerne. Salzscharf, würde ich sagen. Das kommt wahrscheinlich von Mettwürste. Dann hatte er ja so eine
Tüte hat es gemacht. Eine Tüte dabei. Er sagte, ja, und die hat auch Salz mit drin. Da ist ja, also sind ja auch Gewürze mit drin. Ja. Und dann kannst du natürlich so ein Gericht ganz schnell mal daneben hauen. Ja. Aber ich finde für das, was er im Grunde genommen das ist, ja, das erste Mal gemacht hat. Genau, ja, ja. Also genau, und das sollte man auch mit einbewerten, auf jeden Fall. Also, ja. Was ich zum Beispiel sehr gut fand, das war die Konsistenz, das war diese ja. Schwanzigkeit, diese Cremigkeit. Ja. Genau. Die habe ich beim ersten vermisst. Ja. War ja auch so ein Eintopf, ja. Der war mir ein bisschen zu dünn gewesen, sag ich mal. Ja. Ja. Das war jetzt, fand ich viel besser. Ja, ich bin 6. Oh, okay, wir sind uns einig, dreimal die 6. Ja. Nicht zu viel. Aber auch nicht zu viel. Ja. Passt. So? Ja? Ja. Genau, wir würden mal den Topf in der Hand, das gehen wir einfach einmal rum. Tut ja ein bisschen weh, in der Pfanne zu schneiden. Du kannst mir ein ganzes geben, ich habe ein Messer. Ich habe was Hunger, ne? Nein, ich habe ein Messer und Gabel, deswegen. Dieses Jahr fällt doch aus, weil... Ja, ich mach dir aber trotzdem den Spieß hier was. Das kannst du kannst ruhig anfassen. Dankeschön. Hast du die Soße mit Wein gemacht oder so? Ja, okay. Da waren Schweine. Danke. Das war nicht ganz durch, ne? Also, da ist dann halt die Geschichte. Ein bisschen zäh. Genau, ja gut, okay, das kann jetzt das ist nicht ganz durch, bisschen war Zeit her. Genau, war es dadurch. Ne? Also gut, Schwein isst man ja auch nicht ganz durch, aber es war auch jetzt teilweise ein bisschen roh, ne? Also an den Seiten. Das ist trotz der Stunde hätte man das vielleicht ein ganz klein wenig länger jahren müssen. Ja, ich sag, und Würze fehlt. Würze fehlt, ne? Ja, also ich kenne das Party. Nimm die 6. Gehacktes mit Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Tabasco, Worcestersoße, Erbsen mit Möhren, dann mit Kartoffelpüree als Deckel und dann oben drauf geschmolzenen Käse, das Salami. Okay. Okay. Wir müssen fair sein, es war eine Dose Erbsen und Möhren, ne? Also wo andere haben geschnippelt, ne? Hast du den Film hat er noch gemacht? Nein, also ich habe die Empfindung. Ich kann schon mal verkünden, dass keiner von euch den 5. Platz hat. Das sind 6 oder? Den 6. Oh, also es gibt keinen 6. und 5. Platz. Oh, guck mal. Also es gibt keinen Verlierer. Ja. Wir fangen mal mit Peter an. Weil Peter derjenige war, der da jetzt das erste Mal gekocht hat. Aha. Und wir haben dich mit 18 Punkten bewertet. Das Essen war super, aber leider viel zu salzig. Okay. Wir haben gesagt, Peter ist verliebt. Genau. Ja, aber das musst du. Meine Tochter hat gesagt, das ist doch zu lass. Zu wenig. Oh. Bist du verliebt, oder was? Also musst du jetzt noch nee, aber das ist Jury. Du hast Jury. Brauche eine polnische Jury. Du hast dir so viel Mühe gegeben, das wirklich alles zu präsentieren in dem in mit dem Brötchen war geil. Und mit dem Tomatendackel und so. Ja. Also wirklich super. Hast du klasse gemacht. Großes Team. Der nächste ist Hülse. Eigentlich tut das so ein bisschen im Herzen weh, weil du hast dir sehr, sehr viel Mühe gegeben, aber vielleicht war das ein bisschen zu viel Mühe. Das Fleisch war leider nicht ganz durch, war noch so ein bisschen roh. Wir haben dich auch mit 18 Punkten bewertet. Der nächste ist Olaf. Auch mit 18 Punkten. Olaf war, glaube ich, unser Kandidat, wo die Meinung, ich will ja gar nicht sagen, wer was, ist ja egal. Haben wir am längsten diskutiert. So ein bisschen auseinanderging. Die Entscheidung ist schwer gefallen. Die Entscheidung ist schwer gefallen. Ja. Ich habe das Konzept, glaube ich, gut verstanden. Das mit diesem, für mich war das ja so ein irischer Eintopf oder so, so gesagt. Das fand ich dann gut. Dann ist es durch Geschmackssache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, diese Worcester-Soße, die du da reingemacht hast. Ja. Ich glaube, das war dieser Hauptbestandteil, der da drin war. Und ich fand das lecker.
Aber es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, wie alles im Leben oder so. Ne? Genau. Dann sind wir so ein bisschen, auch nicht viel, aber so ein bisschen. Manchmal haben wir 18 Punkte gehabt, in denen wir alle 3, 6 gegeben haben. Und manchmal gibt es halt auch 18 Punkte, in denen man 5, 6, 7 hat. Oder so. Der nächste ist Harry. Das tat eigentlich auch so ein bisschen weh, weil die Grundidee fanden wir eigentlich alle super. Leider ist das alles so ein bisschen, ja, ich sag immer, pampig geworden ineinander. Die Nudeln waren zu durch, dass die das alles irgendwie aufgesaugt haben. Da fehlte dadurch dann die Würze. Mhm. Vielleicht wäre es schöner gewesen, wenn der Lachs nicht da so mittendurch gewesen wäre, sondern einzeln. Gut fand ich das, die Kerne da drin. War geil, das, ja. Das schmeckt auch richtig perfekt. Durch, dieses Geröstete und so. Ne? Und das Süße natürlich. Danke, danke, danke. Somit haben wir dich mit 20 Punkten bewertet. Ja. Aber hat sich nicht. So, jetzt geht es um Platz 1 und Platz 2. Unsere lieben Felix und Zwobo. Also wir haben ein Gericht gegessen, wo man dann sagen konnte, das war richtig lecker. Es hat uns, hat uns allen gut geschmeckt. Wir haben auch von den Punkten her, waren wir alle gleich gelegen. Ja. Und das war so ein Gericht, wo du gesagt hast, ja, das könntest du jetzt einen richtigen großen Teller von, könntest du dir sofort in den Kopf hauen. Ja. Weil das war richtig sauber, das war richtig lecker. Ja. Frische Zutaten. Ja. ordentlich auf den Punkt gebracht. Ja. Ne, und Geschmack passte. Ja. Ja. Ne? Ja, und bei dem anderen? Ja, ja. Also bei dem Erstplatzierten. Ja, bei dem Erstplatzierten hätte es besser sein können. Weiß ich nicht, aber... Nein, beim Erstplatzierten, ich bringe das voll auf den Punkt. Beim Erstplatzierten war einfach die Einfachheit war der Gewinner. Schlichtweg einfach. Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen, weil es war, wir waren uns einig und haben gesagt, lenkt bitte den Kandidaten ab, wir klauen ihn in den Topf. Das hat wirklich gut gemundet. Ja. Und da waren wir uns eigentlich auch so gut wie einig. Ne? Also ja. Ne? Hau raus, Nico. Also, den zweiten Platz hat belegt Felix. Ich möchte aber noch mal erwähnen, weil es ja auch in Tippitoppi immer wieder sagte, er wollte ja nicht unbedingt gewinnen. Ja, weil er gesagt hat, ja, wie das in der Schiebung. Wir haben lange überlegt und lange diskutiert, aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, der erste Platz ist sofern gerechtfertigt, der Einfachheit halber. Ja, es war alles perfekt. Es hat wirklich funktioniert und es war auch der Challenge angeglichen, die wirklich wenig Komponenten mit einem hervorragenden Ergebnis. Das ist halt einfach, glaube ich, das, was jetzt auch wirklich gezählt hat zum Schluss. Genau. Ja, aber so sagen, der geht mal auf. Danke, Turbo vom Präsident. Beim Zweitplatzierten haben wir also auch, sind wir auf 21 Punkte, glaube ich, gekommen. Richtig, genau. Und dann beim Turbo sind wir tatsächlich sogar auf 25 Punkte gekommen. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob er einfach nur unverschämtes Glück gehabt hat oder ob er wirklich richtig gut kochen kann. Ja. Der hat da die ganze Zeit rumgekaspert und rumgemacht, hat noch Social Media, Instagram bestimmt. Und ich habe gedacht, wie sieht das aus und wie schmeckt. Und alle drei Komponenten waren für sich perfekt. Der Grünkohl war noch knackig, die scheiß Bratkartoffeln waren richtig knusprig noch gewesen. Wir haben und die Würze von gedacht, der Wurst. Kann ich die Wurst die war auch nicht zu salzig. Nee. Das war perfekt. Ja. Ich bin ganz happy, du. Ich habe gegen unseren Chef. Aber mir ist egal, ich koche das jetzt so. Und gleiche Punkte habe ich der Hülse. Also, da fühle ich mich gleich als Sieger. Ne? Wie gleiche jeder von euch ist Sieger, weil ihr alle einen super Job gemacht habt. Es hat super Spaß gemacht. Eine Mega-Challenge. Also wirklich. Ärgerlich. Ja, liebe Leute, das Ganze wäre heute auch gar nicht möglich gewesen, wenn wir nicht auch eine Location gehabt hätten, wo wir das Ganze machen hätten können, beziehungsweise wo wir es auch gemacht haben. Komm bei dir hier, Michael, da darf nochmal lieben Dank, dass du das ermöglicht hast, hier deinen Garten sozusagen zur Verfügung gestellt hast für uns und dass wir auch ein bisschen einen netten Ausklang gemeinsam hier haben.
freut mich total. Dankeschön dafür. Aber es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, denn wir auch alle wissen. Also, ihr seid jederzeit gerne willkommen. Können wir gerne jederzeit wieder machen. Also, ja. Es gibt ja auch noch eine Revanche, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ne? Ja, das, eine Rechnung offen haben, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ja kein Feind in dem Sinne gewesen. Aber das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich euren Zuschauern auch. Und da schreit ein bisschen auch nach Wiederholung. Natürlich. Es hat wirklich allen Spaß gemacht und wir werden es wiederholen. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, uns hier beim Kochen zuzuschauen und vielleicht den einen oder anderen motiviert, mal selbst unterwegs was Frisches zuzubereiten und nicht nur, wie ich sonst eigentlich, immer aus der Tüte zu kochen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, die Sachen, soweit wie möglich, die anderen hier gekocht haben, vielleicht auch mal zu kochen. Ich habe es selbst ja noch nicht gesehen. Ne? Ihr seid ja schon deutlich schlauer als ich jetzt hier. Ich habe nur mein Essen gesehen und ein bisschen Rundgang bei den anderen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Wer noch nicht hat, darf gerne den Kanal abonnieren. Daumen nach oben nicht vergessen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Bis denn. Euer Swobo. Ciao.